Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro und dein heutiger Deck Bros Pixel mit einem Fire Fist Fire King Deck. Und ja, es waren nur 6 Karten im Extra Deck. Den Ansturm heben muss man für den nächsten Zug auf. Was kann der nochmal? Das Island wäre jetzt halt gut, wenn wir einen Fire King hätten. Mhm. Ja gut, wir holen den nächsten Zug einfach Garunix, würde ich sagen. Bis dahin beschwimmen wir noch den Büffel. Ich meine, was wollen wir mit dem? Auf der Hand bringt der uns sowieso nichts. Der muss ja eh erstmal irgendwie wegkommen. Und wir haben ja nicht irgendwie Material, um ihn zu zerschießen oder sowas. Der ist in dem Fall einfach nur ein Beatstick, der auf dem Feld liegt. Ja, ich überlege gerade, ob wir mit Fire King Island vielleicht den Büffel abschießen, um uns was zu suchen. Gut, im Endeffekt könnte man auch mit dem Island den Büffel abschießen, sich den Garunix holen und dann mit dem Ansturm der Feuerkönige den Yaksha oder sowas holen. Nein, man würde sich mit Ansturm den Garunix holen und mit Ding den Büffel und den Wahrung und den Normen, um den Search zu kriegen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Dann setzen wir mal nur die eine, damit wir was haben und go. Ne, den Wahrung holen können wir. Achso, im nächsten Zug meinst du dann? Na gut, das ginge. Nein, schon beides in diesem Zug, aber es wäre nicht so gut gewesen. Nee. Was wir machen, könnten wir im nächsten Zug den Barung raussuchen und dann den Schnelligens. Naja, sagen wir es mal so. Der Mist ist weg. Richtig. Und auf das Gegenfeuer ist es nicht schade. Wieso ist das überhaupt drin? Da denkt sich jetzt auch WTF. Oh oh. Hat aber selber bloß 13 Karten, fällt mir gerade so auf. Hm? Oh, Vampir, nicht Shiranui. Das war Discard. Okay, jetzt darf er nur noch mit Zombies angreifen. Nicht, dass das in deinem Vampirdeck irgendwie juckt. Ach stimmt, Vampire sind ja Zombies, warte mal. Sind die echt Zombies? Natürlich, was denn sonst? Unterwäldler? Hast recht. Obwohl ich glaube, ich Vampire vom Thema her Vampire auf Hexer oder Krieger sogar setzen würde. Wieso? Vampire sind Untote. Da sind wir uns ja wohl einig, oder? Aber Vampire sind keine Zombies. Das ist nur ja, Spinnen sind auch keine Insekten. Ja, ich weiß. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu... Fuck you. Bis gleich. Weiter geht's. Mir ist gerade was aufgefallen. Das passiert, wenn, dann immer nur nach einer Dark Souls-Aufnahme. Okay, aber jetzt haben wir die Tanky, das heißt, jetzt können wir Sachen machen. Richtig. Dann aktivieren wir jetzt also die Tanky, suchen uns den Barong. Holen mit dem Ansturm den Garunix, normal den Barong dazu. Nein. Warte mal. Im nächsten Zug kommt dann Garunix, rippt das Feld, Barong wird zerstört warte, und wir kriegen warte, die Search. Warte. Chainlinks. Wie funktioniert Yaksha? Wenn er zerstört wird, können wir eine Karte von unserer Hand oder unserer Hand oder jemand kontrolliert. Ja, von Hand oder Feld zerstören. Warum? Idee. Oh oh. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber dadurch cyclen wir halt nochmal mehr. Wir holen uns jetzt den Yaksha, holen das einen, schießen den Yaksha, suchen uns den Barong, dann würde Effekt Yaksha triggern, wir schießen den Barong aus der Hand und holen dann noch mit Ansturm Garunix aus, und können dann noch mit Ansturm Garunix aus dem Deck holen. Infolgedessen wir dann den Yaksha im Friedhof haben, alles ansonsten ist der Zug genau gleich. Richtig. War nur eine Idee. Doch, der hat nämlich noch einen Vorteil, wir haben die Normalbeschwörung danach noch. Ja, das auch. Was ich jetzt natürlich nicht bedacht habe, ist, wenn er jetzt einfach noch ein MSD hat. Nee, hat er nicht. Ja, okay, schon dann funktioniert das also so. Wir können jetzt. Wir können jetzt auch den Garunix. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Damit wir einen Garunix-Cycle haben. Genau, dann haben wir nämlich den Ansturm noch. Nee, genau, dann haben wir sogar gleich die Garunix-Kombo draußen. Sag ich doch, Garunix-Cycle. Was liegt, dass man sowohl auf den Yaksha als auch auf das Fire King Island hätte anketten können?
So, also wir einigen uns auf, dass er verdeckt keine Kampf... Ah! Ja gut, dann zieht er jetzt eine Karte. Ja. Wir können auch einen Barung holen. Können wir, können es auch bleiben lassen. Ja. Wir hatten hier gerade so viele Optionen. So, wir können eigentlich reinrennen. Wenn ja. Wenn es schief läuft, kommt halt der andere Garunix im nächsten Zug. Ja, vor allem, das ist ja gerade das Lustige, spielt ja heutzutage keine mehr die normale Mirror Force. Und wenn jetzt eine Quake hier liegt, ja mein Gott, dann wird der halt zugedeckt. Ja, die normale Mirror Force wäre ja so schlimm. Ja eben, und wenn die Quaking liegt, mein Gott, dann wird der nächste Runde geschossen. Die Storming wäre ein bisschen uncool, aber ansonsten... So, Standby Phase, Trigger, Trigger. Ja, ich habe in letzter Zeit zu viel Magic gespielt. Wir können auch gerade so gut nur einen aktivieren, oder? Ne, Quatsch, vergiss, was ich gesagt habe. Ah, ja, doof, dass wir zwei haben. Gut, aber damit hat er jetzt die Combo gebrochen. Ja, aber toll. Dafür ist die Warning raus und wir haben noch den ganzen Scheiß hier. Und der da ist mal weg. Gut, das ja, das ist jetzt nicht so unbedingt. Weniger. Das ist eher suboptimal, dass der weg ist. In der Hinsicht. Und der die Verführerin. Oh. Aber die war, glaube ich, Stufe 7, die Verführerin, oder? Mhm. Hoffmas. Ja, gut, wenn er jetzt keine Spezialbeschwörung hinkriegt. Weil Vampirzauberer ist, glaube ich, nur ein Tribut, wenn man ihn aus dem Friedhof banisht, oder? Richtig. Oder war der 2? Das war jetzt kein guter Zug. Das war überhaupt kein guter Zug. Also von ihm? Ja. Das war jetzt... Er hat die Garunix jetzt gesichert und enabled. Danke auch. Genau da sollte er sein, wo er jetzt ist. Ich glaube, es fällt ihm auch gerade auf. Warte mal, der war jetzt gar nicht mal so gut. Weil der Witz ist... Vorhin hast du gesagt, dass der Garunix ist jetzt ungeschützt, habe ich gesagt, wenn wir ein bisschen Glück haben, schießt er vielleicht sogar tatsächlich das Island. Dachten wir aber, nee, das macht er schon, das macht er wahrscheinlich nicht, der hat den Effekt durchgelesen, aber scheint's doch nicht. Wie ich immer sage, RTFC, read the fucking cards. Ja, sollte man selber dran halten, ne? Mhm. Na, wenigstens hält es sich die Waage. Wir sterben genauso oft am Karten nicht lesen wie der Gegner. Das stimmt. Und okay, umliegen kann uns auch nicht, weil wir Smenko haben. Mhm. Sehr schön. Die Situation liebe ich immer. Jetzt kennen wir alle Karten vom Gegner. Ja. Das ist heißt, gerade auf der Hand, ist die Verführerin. Deswegen habe ich es auch, deswegen mache ich das auch teilweise, wird man auch dann demnächst sehen, dass ich teilweise nicht auf ein offenes Floodgate, was mich behindert, schieße, sondern auf die eine Verdeckte, die ich nicht kenne, einfach nur, weil ich alle Karten kennen möchte, die der Gegner hat. Und die Karten, die ich kenne, um die kann ich rumspielen. So. Das ein Glück ist Unizombie once per turn und kein once per copy Effekt. Richtig. Das heißt, er kann jetzt die Verführerin discarden und sich dann einen Rang 4er basteln, mit dem keinen Schaden machen. Nächste Runde kommt der Garunix, würde den Rang 4er rippen, er hat gar nichts mehr. GG, das hat er wohl auch eingesehen. Richtig, weil wir hätten mit dem ja nächsten genug wir hätten dann als nächstes genug Schaden gehabt. Richtig. Warte mal. Oder nee, Quatsch, wir wären... 4-2. Ja, 4-4. 4-4, wir wären 2-off gewesen, aber vielleicht hätten wir noch was gezogen. Ja. Der Tanky. Ne, dann wären wir One-Off gewesen. Nein. Das ist ein geflügeltes Ungeheuer. Auf. Sehr gut aufgebaut. Hat Tanky nicht auch. Hat Tanky nur Ungeheuerkrieger gebufft? Ich glaube schon, oder? Also, du kannst aber definitiv nur Ungeheuerkrieger suchen, aber. Wir sehen es gleich. Ja, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. Jo, bufft nur Ungeheuerkrieger. So, da sind wir wieder. Wir haben dreimal Garunix, dreimal Yaksha. Sortier mal bitte. Danke. Zweimal Neftis, dreimal Yaksha, dreimal Barong, zweimal das Nashorn, zweimal den Büffel, zweimal den Bären, eine Menko, zweimal Kirin, dreimal Anschub der Feuerkönige, zweimal Schwarzes Loch, ein Kreis der Feuerkönige, dreimal Tanky, dreimal Island, eine Bottomless, eine Quaking Mirror Force, zwei normale Mirror Force, ein Torrential, ein Zwangs-Eva, ein Gegenfeuer und ein Flammwell-Counter-Extra-Deck haben wir, einen Riesenfleischwolf, ein Dark Rebellion, zweimal Tigerkönig, ein Ark und ein Kastel. Kurz mal ein paar Sachen vorneweg. Zitat. Flammball-Counter. Den kenne ich nämlich nicht. Du kannst Monster mit 200, Feuermonster mit 200 F vom Friedhof verwandeln und eine Zauberfallenkarte zu annullieren. Du hast ja schon, okay. Du hast schon Targets im Deck. Also die Karte hat ihre. Es ist ein Sinn hinter dieser Karte. Ich habe nur gefragt, weil es die einzige Karte im Deck war, die ich jetzt nicht kannte. Worin wenig Sinn ist, ist das Gegenfeuer.
Andersrum gesagt, wir fangen mit den Karten an, die Sinn machen. Nee, erstmal kurz was Allgemeines vorneweg. Zitat Deckbauer. Ist ein lustiges Fun-Deck. Extra-Deck ist ausbaufähig. Das ist der politisch korrekte Begriff. Weil ihm nicht mehr eingefallen ist. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ja, jetzt da hast du die Wahl zwischen 116 Monster. Streich die Monster raus, die hier drin sind, die du gar nicht beschwören kannst aufgrund von Gründen, weil sie Krieger brauchen, weil sie Chaos-Exis-Evolutionen von einem Rang 3er sind, sowas. Ja. Oder weil sie Lagia heißen. Streich sowas raus und dann hast du gefühlt immer noch, ich sag mal, 80 Monster. Sagen wir 70, sind wir freundlich, sagen wir 70 Monster, weil du musst auch schon Schockmeister rausstreichen. Ja, der ist 10 Monster, ich weiß. Also, sagen wir 70 Monster, die du beschwören kannst. Allein für no Rang way, 4. Dass du da nichts findest. Klar, es gibt einige, die absolut keinen Sinn machen. Aber du hast genug, die du beschwören kannst. Ja, also du hast hier doch eine Auswahl, behaupte ich mal. Ja. Dann, in einem Full Force Fire King Deck, also in einem wirklich reinen Fire Fist Deck, wo man wirklich nur Fire Fist Karten und sonst nichts spielt. Ist weder Nashorn noch Büffel. Weil die beiden keinen Sinn machen. Doch, Nashorn spielt man Teil. War das nicht der Tuner? Nein. Nee, das war das Ding jetzt hier Wildschwein, glaube ich. Oder wie? Oder war das? Ja, stimmt. Den Tuner hat man eventuell manchmal einmal gespielt, den Vierer-Tuner. Aber okay, nur mal, also was glaubst du mit zwei Monstern, die im reinen Fire Fist nichts bringen, hier zu erreichen? Ja, die machen halt nichts. Zumindest nichts Sinnvolles verglichen mit anderen Karten. Ich meine hier, Bär, der crusht Monster und sucht Feuerformationen. Das ist eine geile Karte. Ja. So. Jetzt gehen wir mal kurz durch die Karten im Deck, die Sinn machen. Also, dreimal also, Garunix. Warte kurz, wenn man kurz unbedingt Fire Fist reintun könnte, was man machen könnte, wäre zum Beispiel dreimal Bär, ein Gorilla. So als Anregung. Das ginge zum Beispiel. Das ist fast schon zu viel. Ich glaube, ich würde es tatsächlich bei zwei Bären belassen. Oder von mir aus drei Bären. Oder drei Bären. Langt eigentlich auch schon. Die halt so gar nicht mit den Fire Kings. Ach ja, ich sehe da nicht mehr, da war was. Also, ich meine, gut, du hast halt die Tankies, die, mit denen du die kleinen Feuerkönige raussuchen kannst. Und das berechtigt Bären zu spielen. Aber das langt eigentlich auch schon. Ja. So, darf ich jetzt meinen Satz beenden? Ja. Also, die Karten, die Sinn machen. Garunix auf 3, klar, macht Sinn. Yaksha 3, Barong 3. Macht auch Sinn. Dreimal Ansturm, klar. Dreimal Island, klar. Ja, soweit ist alles logisch, macht Sinn. Dreimal Tanky auch. Dreimal Tanky auch, genau. Und wie gesagt, die zwei Bären, klar, kann man sich auch drauf einigen. Black Hole macht auch Sinn, oder Dark Hole, und Torrential auch. Macht bei, Sinn. Bei Dark Hole wird schon schwieriger. Da wird schon, aber Torrential macht Sinn auf jeden Fall. Ja, doch, den kann man spielen. Dann. Ist kein Regeki drin? Ist kein Regeki drin, Punkt 1. Dann, nur ein Kreis, geht gar nicht. Du spielst drei. Weil Kreis broken ist. Zumindest seit man die Insel hat. Den Kreis hast du schon immer dreimal in Fire King gespielt. Nein, nicht schon immer. Der war lange Zeit nur einmal drin, aber aktuell dreimal, ja. Willst du mich verarschen? Nein, ich will dich nicht verarschen. Ich rede von zwischen damals, damals, damals und heute. Also als ich mir damals mein erstes halbwegs competitive brauchbares Deck Firefist Firekick zusammengebaut habe, waren da drei Kreise drin. Ja, ja, damals haben auch drei reingehört. Dann kam zwischendrin eine Durststrecke, da hat man nur ein, da hat oder man sagen Fire zwei. Ich glaube, ich habe zwei gespielt. Dann kam zwischendrin eine Durststrecke, da hat man den nur einmal gespielt und dann kam das Island raus. Jetzt geht's wieder auf drei hoch. Ist so. Das hat aber mit dem Island eigentlich sogar relativ wenig zu tun. Aber es war zeitgleich mit dem Island, dass man wieder auf drei hoch ist. Naja, streng genommen spielt man eigentlich überhaupt keine Fire Kings, aber das davon mal abgesehen. So, Kieren macht keinen Sinn, weil er nicht gut ist. Weil die Feuermonster auf dem Deck auf dem Friedhof liegen, juckt keinen. Die kriegst du schon auf dem Friedhof, vor allem dank Island. Ja. Menko ist kacke. Ich meine, im Endeffekt, du hast ja keine Synergie hier mit irgendwas. Neftis kann man einmal spielen, würde ich mir aber auch verkneifen, weil das Problem ist, Neftis räumt alles weg und du musst Fire King mit Fallen spielen, weil klappt sonst nicht. Ich meine, gut, theoretisch könnte man jetzt sagen, er räumt das Island mit ab und enabled damit die Combo gleich nochmal, was ganz lustig ist. Was auch richtig ist, ja, aber das Problem ist, du bist dann immer so, ja, okay, ich kann mein Setup für Neftis machen und
Hab dann halt meine Sachen und setzt dann keine Zauberfallenkarten, weil der Neftis die erschießen wird. Dann besteht aber die Gefahr, dass der Gegner was setzt und ja. Also Neftis ist eigentlich, wenn du das First Turn machst, oder selbst dann, weil dann setzt der Gegner halt was und eine davon wird dann den Neftis schon abfangen, wenn er wiederkommt. Im Oder Kosten-Nutzen-Verhältnis ist es der halt. Gegner setzt halt nix und dann wird nur dein Island abgeräumt. Es ist halt schwierig. Neftis kommt dann leider während der eigenen Standby-Phase. Gut, würde er während der Gegner schon wiederkommen, wäre es noch schlechter. Es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Also Neftis ist echt ein Problem, weil er halt auch die eigenen mit abräumt. Und du willst dich halt nicht dem Gegner schutzlos ausliefern. Aber er hat definitiv irgendwo eine Daseinsberechtigung. So ist nicht. Okay. Dann eine Quaking, zwei normale Mirror Force ist ein interessantes Line-up. Es ist tatsächlich hochinteressant. Würde, glaube ich, bei drei. Würde, glaube ich, gar keine Kampfabwehr spielen. Ich meine, überleg mal, das Deck hat im Endeffekt die Taktik, dass jede Runde der Garunix kommt. Und damit Ja. hat die Spiegelkraft zur Quaking nicht wirklich Vorteile, weil ich meine, die Quaking verdeckt alles, dann kommt Garunix und räumt ab. Und da alles verdeckt ist, sind auch eigene Schutzeffekte nicht mehr gültig. Eben. Das heißt, wenn du Kampfabwehr spielen willst, dann beschränk dich auf die Quaking. Genau. Und damit hast du quasi einen sicheren Crush auf alles. Du buckst dem Gegner erstmal alles zu, der Garunix räumt es dann ab. Scheiß auf alle Effekte, scheiß auf alles, ist alles weg. Kann nicht zerstört werden, kann nicht getargetet werden, etc. pp. Interessiert es nicht, wenn es verdeckt ist. Okay, kann Genau. nicht getargetet werden, das geht Garuli sowieso nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Dann Extra Deck, ja, wie gesagt, nimm die Suchleiste und füll's. Und ja. Dann gibt es für ein mittelmäßiges oder sagen wir mal durchschnittliches Thema, das leider ziemlich schlecht umgesetzt wurde. 7 Punkte. Nein, sorry, aber. Das Deck ist nun mal nicht gut. Wird zwar hart, nicht gut. Gut, dann kommen wir zum Deck der Woche. Fürs Deck der Woche haben wir natürlich einmal als Kandidat das Firefist Fire King Deck hier. Dann das Archfiend Deck von Niemand. Das Cyber Angel Deck von Darklight. Das Dragunity Synchro Deck von Kego. And the winner ist das Treptic Shadow Deck von Jaden 7. Begründung wie immer, es ist also am solidesten gebaut. Und ja, es sind einfach die wenigsten Schnitzer drin, beziehungsweise die wenigsten Sachen, an denen wir jetzt groß was rumzumäkeln hatten. Es ist einfach ein grundsolides Deck, was einigermaßen funktioniert. Das Thema ist halt nicht mehr das, was es war, Wahl. Hashtag Konstrukt. Und ja. Kumpel Dann. meinte auch letztens mal, sobald Konstrukt wieder erlaubt werden würde, scheiß auf die El Shadol Fusion auf 1, er würde wieder Shadol spielen. Weil das Deck einfach cool ist. Oh ja. Was ich cool fände, wäre, ist, dass es mal möglich wäre, ein gescheites rein Trap-Tricks-Deck zu spielen. Und dafür gibt es viel zu wenig Monster. Ja, noch. Bis nächste Woche. Ciao.